Okay, das sieht tatsächlich sehr richtig aus, wo wir gerade sind. Sprich mal die Gläser da an. Okay, mache ich gleich. Weiß noch die Angelo-Folge mit Werder Acke. Jeder wusste, was das heißt. Ach so. Boah, ich bin ehrlich. Angelo war so ein bisschen Ende meiner Zeit. Da bin ich jetzt nicht so drin. Und war gerade leicht verwirrt. Ich musste gerade kurz überlegen. Okay, er geht einfach. GG. Ja, das war ein bisschen zu spät. Ich gehe ja da gleich wieder hin. Da sind wir doch gleich wieder. Aua, da. Das hat sehr weh getan. Ich sag auch, Angelo ist eine sehr gute. Se Also, ich habe ein paar Folgen gesehen und mir hat Angelo eigentlich immer sehr gut getaugt, muss ich sagen. War eigentlich eine sehr geile Serie. Angelo waren die wirren Kollegen mit den Augen. Oder ja, das waren die mit den riesigen Äugleins. Aber das hat wirklich Spaß gemacht zum Zugucken. Kennst du George aus dem Dschungel? Die Serie kenne ich, fand ich nicht so geil, muss ich gestehen. War ich jetzt nicht so der Fan von. Da fand ich zum Beispiel sowas wie Angelo cooler. Boah, ich überlege gerade, was waren noch so geile Serien, die ich mir gerne reingezogen habe. Naja, halt so American Dragon, der Stuff halt in die Richtung. Ich überlege halt gerade noch, was es noch so gab. Aber ich weiß jetzt nicht gerade. Angela Anaconda, nee, nee. Ich überlege gerade, was waren noch so Serien, die ich geguckt habe? Typisch Andy, nee, typisch Andy hat mir nie getaugt. Also typisch Andy war gar nichts für mich. Bin ich ehrlich, typisch Andy fand ich immer kacke. Ich weiß nicht, das hat mich auch nie gecatcht oder irgendwas. Der Togo Club, oh nein. Nee, nee, nee. Also ich war eher bei so Verwandlungszeug, American Dragon mit so Supernatural Stuff, Caillou auch nicht, nein. Also von diesen Kinderserien-Kacke habe ich Caillou auch nie gemocht, muss ich sagen. Da war ich auch eher bei. Boah, was gab's denn da so in die Richtung? Also ich war da auch im Allgemeinen mehr Fan von. Boah, was lief denn damals bei mir so in. Ich habe halt keine Ahnung mehr, was bei mir da so in der Früh mal lief. Gar keine Ahnung mehr, muss ich sagen. Hallo Rose Masquerade, ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hattest UG-Schlüssel, nice. Einen schönen Tag und eine schöne Woche. Fillmore war sehr stark. Die Drachenjäger waren auch super nice. Und das sind keine Reagenzgläser. Ich glaube, das maybe. Maybe die hier noch? Hä? Welche Reagenzgläser soll ich da? Hä? Ich habe jetzt alle angesprochen. Und ich sehe jetzt nicht, wo hier irgendwas ist. Aber die Drachenjäger waren wild. Ich glaube, an die werden sich sogar die wenigsten erinnern. Na gut, dann nicht. Mir geht's so semi und selbst. Nehmen wir mal, war es da nicht. Achso, okay. Mir geht's ganz gut. Danke der Nachfrage. Dann hoffe ich auf jeden Fall, es wird ein bisschen besser. Ja, da und die Gläser können nicht reden. Xanti-Held hat gemeint, ich soll die ansprechen. Und da er schon die ganze Zeit so wirkt, als würde er sich in dem Spiel recht gut auskennen, denke ich mal, es dürfte passen. Gwisto und Lianchu. Ach du Scheiß, auf die Namen wäre ich in meinem Leben, glaube ich, nicht mehr gekommen. Hätte ich gar nicht mehr im Kopf gehabt. Drachenjäger war wild mit dem einen Typ mit einem kleinen Kopf und Kugelkörper. Ja, das war der Lianchu. Jedenfalls musst du so Dinge ansprechen, weiß nicht, ob die groß oder klein waren. Okay, da kommen wir noch drauf. Hantik war sehr nice. Hantik Suchende. So in die Richtung. Das war auch wild. Da gab es, glaube ich, aber nur eine Staffel von. Gab es so einen Blondie. Daran erinnere ich mich noch. Der war geil. Ich glaube, es gab auch mal so eine Monsterjäger-Serie auf Nickelodeon. Die habe ich gefeiert, aber da habe ich fast nichts von mitbekommen. Es gab zwei wild. Stimmt, es gab zwei, nevermind. Gönn mir die Serie heute zeitweise noch. Das Intro ist ein Banger. Die Drachenjäger hatten sogar einen 3D-Film, stimmt. Gummibärenbande habe ich mir sehr gerne angeguckt, ja. Habt ihr auch immer, also ich weiß jetzt nicht, ob das weird ist oder so, aber habt ihr auch immer euch vorgestellt, dass ihr so den Gummibärensaft trinkt? Aber eigentlich hattet ihr nie Bock, super stark zu sein, weil ihr wusstet ja, man ist super stark, sondern dass ihr auch immer so bouncen wolltet wie die Gummibären. Also ich fand irgendwie es witziger, auf meinem Popo bouncen zu können. Nee? Oh, schade. Na gut. Ja, schau, Jerry ist auch so einer. Nein, eigentlich nicht. Ja, es ist okay. Avatar war, ja, aber ich bin ehrlich, über Avatar brauchen wir ja gar nicht reden. Also wer Avatar meint, das Scheiße ist, weiß ich nicht, der leidet aber auch an kompletter Geschmacksverirrung. Also wirklich komplett. Dem kann ich dann auch nicht mehr helfen.
Darüber. Sagt den, der Saft sah auch gut aus. Da kann man nichts. Ah, jetzt sind wir hier. 3x X, hier, okay. Der Saft sah schon nice aus. Sah halt einfach wie so ein Kirschsaft aus. Also von dem her. Wo bin ich denn da? Wo bin ich davor lang gegangen? Fällt mir gerade auf. Gummibärensaft, sag nein, Flo. Nein. Bin ich irgendwie falsch gegangen? Muss ich hier nicht rein? Aber die Bänder hier, die sind auch sehr gut. Welche Bänder? Warte, was? Jetzt bin ich verwirrt. Hä, musste man doch woanders hin? Kennst du Jim Knopf? Natürlich. Ja, stimmt, wir waren ja hier. Natürlich kenne ich Jim Knopf. Also gerade so von der Kickerzeit von Avatar. Davon gibt es Bände? Okay, das ist cool. Natürlich kenne ich Jim Knopf. Ich kenne ja auch noch. Also zu der Kicker, die Kicker-Sachen kenne ich zum Großteil noch. Ich kenne Jim Knopf. Ich kenne Simsala Grimm. Was lief dann noch so? Dieses komische Momo oder wie das hieß. Aber das habe ich nicht so gefeiert. Bin ich ehrlich, fand ich eher sogar kacke. Tim Thaler. Okay, der sagt mir jetzt. Der sagt mir jetzt leider nichts. Ich kann mich noch an Tom erinnern. Das war so ein riesiger Dino, glaube ich. Den habe ich noch gerne geguckt. Boah, und jetzt weiß ich nicht mehr, was noch so ab 19 Uhr kam. Bin ich jetzt, glaube ich, raus. Barney und seine Freunde sagt mir jetzt gerade auch nichts. Tim Thaler, ein Junge, der sein Lachen zurückholt vom Teufel. Boah, nee, das sagt mir jetzt gerade ehrlich gesagt nichts. Ist der Dino? Ah. Okay. Hä? Wo muss ich jetzt hin? Ich hab doch... Hab ich irgendwas... Ich habe ja diesen UG... Irgendeinen Schlüssel habe ich ja bekommen eigentlich, ne? Brauche ich den UG-Schlüssel für... Muss ich jetzt wieder zu einem anderen Ort? Oder muss ich hier hin? Weil, nee, die Tür kann ich nur von an... Hä? Ich glaube, ich habe das Labor abgeschlossen. Ah nein, hier brauche ich den UG-Schlüssel. Never mind. So, und da geht's weiter. Und da kommt wieder ein Ninja runtergesprungen, man feiert. Tabaluga lief auch auf Kika. Ja, aber von Tabaluga war ich gar kein so großer Fan, muss ich sagen. Also ich war ja großer Benjamin Blümchen-Freund. Da war ich dick drin. Also Benjamin Blümchen habe ich absolut gefeiert. Ein Blanas! Das war immer Banger für mich. Da dachte ich mir mal, ja, Benjamin Blümchen. Da hatte ich auch sau viele Kassetten und hab's richtig dick gefeiert. Tabaluga nicht, aber Benjamin. Ja, Benjamin ja aber auch 3 Millionen Mal geiler, hä? Tabaluga ja mega wack gewesen. Das war ja, war wirklich stinklangweilig. Und dann bei Benjamin jede Folge ein krasses neues Abenteuer. Einmal war er Bäcker. Dann ist er in den Urlaub mit Otto gefahren. Dann hat er Eierkuchen gemacht. Ganz wilde Geschichte. Downey, wie läuft's mit dem Abnehmen? Aha. Ja. Ja. Reicht dir das als Antwort? Ich denke schon. Thomas und seine Freunde waren auch wild. Nee, ich bin ehrlich, wenn ich jetzt so im Nachhinein mit Thomas und seine Freunde angucke, denke ich mir. Das habe ich mir angeguckt. Das ist ein bisschen weird. Vor allem als Elternteile, wenn man sich so teilweise Kinderserien angeguckt hat, so Teletubbies, Thomas und seine Freunde. Eigentlich im Nachhinein schon ein bisschen weird, bin ich ehrlich. Ich habe jetzt in meinem Jahr knapp 30 Kilo geschafft, also GZ auf jeden Fall. Das ist eine Riesenleistung. Also Respekt an dich. Da muss man wirklich sagen, da hat jemand durchgezogen. Ja, bei mir. Du hast durchgezogen, ich bin umgezogen. Von dem her... Easy. Ist jetzt animiert. Jetzt ist es cursed. Ich finde, das war schon davor davor cursed. Warum setzen beide bis ein? Was soll das? Warum beide auf meinen Moorlord? Warum tut ihr mir das an? Das ist doch gemein. Das macht man doch nicht. Okay, das heißt durch das... Das Problem ist, ich will jetzt eigentlich hier nicht mehr rausgehen. Weil sonst habe ich wieder keine Ahnung. Kann mir jemand sagen, wie lange dieses Labor noch geht? Bin ich schon recht gegen Ende? Lohnt es sich jetzt nochmal rauszulaufen? Weil ansonsten würde ich jetzt einfach einen Beleber ziehen.
Bob und Thomas haben hart gelitten. Ja, das würde ich unterschreiben. Oh Mann, Kramux könnte ich wieder fangen. Ein weiteres Gen 2 Pokémon, das ich entwickeln könnte. Nicht entwickeln kann, aber was ich fangen könnte. Großartig. Ich lieb's. Super, Kramux fliegt auch noch hoch empor. Das finde ich auch wieder großartig. Es läuft einfach. Es läuft und es läuft und es läuft aber auch einfach. Ja. Das dachte ich. Wie das einfach in der Luft geschwebt ist und gestanden ist, aber auch einfach. Ist einfach stehen geblieben in der Luft, das Ding. Auch nicht schlecht. Ein Pokémon Kolosseum im Team bauen, oder Freunde? Ja, ich glaube auch an dem Team, was wir jetzt gerade haben, wird sich vermutlich gar nicht mal so viel noch verändern. Also, I mean, Altaria und Morlott will ich ja sowieso drin lassen. Und ansonsten muss man gucken, was noch so kommt. Also, Hundemon habe ich halt überlegt, aber müssen wir mal gucken. Halt auch deine Pokémon am PC. Ja, das könnte ich auf jeden Fall auch machen, aber ich weiß nicht, wenn ich die alle einmal reinpacke und dann wieder rausnehme, ob es nicht dann fast schon egal ist, ob ich komplett zurücklaufe oder nicht. Aber ich muss ja so oder so trotzdem nochmal wohin laufen dafür extra. Da habe ich halt mies keinen Bock drauf. Also ich schaue jetzt gerade mal, was wir noch für Pokémon finden. Und wir finden actually gar nicht mal mehr so viele Pokémon. Ist so die Sache. Also Scaraborn könnte man noch gut überlegen reinzunehmen, wenn es dann kommt. Panzereron gibt es angeblich auch noch irgendwo. Maybe zwei Flying-Types, aber weiß ich auch nicht, wie das so ist. Da könnten wir mal durch. Und Hundemann würde halt kommen, so wie Tropius. Da hinten ist noch was. Und hier unten geht's auch nochmal lang. Okay, da kommen nochmal Ninja. Na gut, das wollte ich jetzt nicht unbedingt triggern, aber was soll's. Kolosseum hat dann halt gefühlt jeder dasselbe Team, weil man eigentlich... Ja, das ist eben das Ding so. Ich denke mir auch, ich würde gerne so Pokémon benutzen, wo ich weiß, das benutzen die meisten nicht, aber da ich das halt so wenig Auswahl ist und das meiste halt auch wirklich schlecht ist, gerade auch, weil in Gen 3 einfach dieser physisch spezielle Split nicht wirklich vorhanden ist, macht es leider schon ein bisschen belastend, muss man sagen. Okay, wir machen mal Flammenrad hier drauf und Psystrahl da drauf. Ich vermute, wir gehen dann einfach nochmal zurück und gucken, ob da... War da irgendwo ein PC oben? Weil dann kann man da wirklich dran heilen. Da bin ich mir jetzt nämlich gerade unsicher, ob da irgendwo ein PC rumgegammelt hatte. Ich vermute auch, dass Tornapto einfach drin bleiben wird am Ende des Tages. Weil ich sehe nicht, Hundemann kommt mir ein bisschen zu spät und jetzt habe ich dem schon Feuersturm und so gegeben. Dann weiß ich nicht, ob ich das nochmal war. Ab Gen 4 war Pokémon. Ja, Gen 4 hat in der Richtung, muss man sagen, wirklich einen riesengroßen Schritt auch eigentlich gemacht. So, wenn man auch jetzt so im Nachhinein drüber denkt. Schade, dass sie das Grundprinzip weggeworfen haben mit Battle Evolution. Wie das Grundprinzip mit Battle Evolution? Was? Jetzt bin ich verwirrt. Welches Grundprinzip was? Was fandest du sehr geil? Oh, da ist Forsaker. Lernt Forsaker irgendwas Nützliches? Ist das so ein Ding, was man benutzen kann? Actually kommen hier nicht mehr so viele Krypto-Pokémon. Also vielleicht sind wir doch schon recht gegen Ende da. Ich glaube, Forsaker kann auch gar nichts lernen. Pokémon Kolosseum XD. Ah, das meinst du. Ja, das ist schade. Also, man kann ja immer noch hoffen, dass irgendwann eine Fortsetzung von dem hier so ein bisschen in die Richtung irgendwie sowas kommt. Ich bezweifle es irgendwo, weil dann hätten sie es, glaube ich, schon. Wobei, man muss sagen, sie haben ja jetzt in letzter Zeit sehr viele Franchises wiederbelebt. Also am Ende des Tages, so wenn es jemals nochmal neu kommen würde, dann ist die Wahrscheinlichkeit momentan so hoch wie noch nie. Weil ich meine, wir kriegen jetzt Mario Strikers. Pokémon Mystery Dungeon wurde geremaked auch im Endeffekt. Golf und diese ganzen Sachen. Also es wird sehr, sehr viel gerade geremaked, was potenziell durchaus mal kommen kann. Pokémon Snap eben, stimmt. Boah, ich hätte Bock mal wieder New Pokémon Snap anzufassen, wenn ich so drüber nachdenke. New Pokémon, ich bin immer noch sehr dankbar, dass ich mir das Spiel geholt habe, weil es hat wirklich, also als ich krank war, habe ich das gespielt. Und es hat ja so viel Spaß gemacht, New Pokémon Snap zu spielen, muss ich sagen. Das ist der Wahnsinn. Also wirklich unironisch, ich hatte jede Menge Spaß dabei. Ist da irgendwo ein PC? Nein. Okay, aber ich kann quasi eigentlich einfach gerade nach unten laufen, dann geht's ja. Ein Pokémon Snap, oder New Pokémon Snap
Sieht ja auch verdammt gut aus, Mann. Also ich finde den Artstyle von New Pokémon Snap absolut wunderschön. Also ich finde ihn absolut großartig. Bin ich ganz ehrlich zu euch. Ist für mich ein großartiges Spiel. Also ein wirklich richtig großartiges Spiel. So, wir gehen mal heilen. Also es hat wirklich Spaß gemacht, das Ding durchzuspielen. Ich habe ja auch mal ein Video drüber gemacht, als ich mal dachte, hey, ich könnte ja jetzt meine Spiele durchspielen und dann immer so ein Review-Video machen. Habe ich gesehen, es juckt keinen und dann dachte ich mir, ja gut, dann mache ich das nicht. Ich werde es wahrscheinlich so ähnlich auch mit Dick und Doof dann machen. Vielleicht, oder ich frage jetzt erstmal, wie competitive interessiert die Leute auf meinem Kanal sind, weil Dick und Doof wäre ja auch wieder sowas Geschnittenes, was man prinzipiell gut auf dem Kanal bringen könnte, weil es mit der geschnittenen Form funktionieren würde. Und dann könnte man vielleicht sogar die Rohdatei auf Downy Tooster rausbringen. Muss man mal gucken. Muss man mal gucken. Ob man das dann da so rausbringt oder nicht. Muss ich mal schauen. Warum sie Bandai nicht mit in die Hauptgens mit einbeziehen, finde ich auch etwas. Das, also stellt euch mal vor, imaginiere die jetzigen, also New Pokémon Snap Grafik implementiert in, also wenn unsere Spiele so aussehen würden, Gen 9. Und das Schlimme ist ja, man sieht ja anhand von New Pokémon Snap, was möglich ist. So klar, das ist jetzt quasi eine kleinere Dimension, da gibt es jetzt nicht so viele Welten. Und es ist ja quasi immer eine ähnliche Strecke, dies, das. Und da muss man schon sehr viel mehr machen. Aber so grafisch gesehen, könnte man ja das Game so krass hochpushen. Das ist ja der Wahnsinn. Also deshalb denke ich mir auch immer, so New Pokémon Snap war für mich wirklich ein wunderschönes Spiel. Was ist hier los? Wollt ihr auch ein Pokémon haben, ja. Man hat sich schon alle abtransportiert. Schade aber auch. Das wäre vergleichbar mit Kirby. Ja, fühle ich. Ich weiß nicht, warum sie es nicht machen. Aber sie machen es halt nicht, ne? Sie machen es halt einfach nicht. Also der Unterschied zwischen Person und Welt in Gen 9 ist schon erschreckend. Da würde ich Bandai Namco mit Kusshand im Team nehmen, ja. Also die Personen sehen meiner Meinung nach in Gen 9, die wir bisher gesehen haben, bin ich ehrlich, finde ich, sehen eigentlich sehr gut aus. Und dann gibt es da noch die Welt. Und über die Welt reden wir im besten Fall nicht. Weil die Welt ist sehr, 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 sehr schwierig. Ja, wir arbeiten uns gerade wirklich bei den Krypto-Knechts komplett runter, merke ich gerade. Ich vermute auch, dass wir noch gegen den anderen Krypto-Heini da kämpfen, der dann Raikou haben wird am Ende dieses Labors. Das würde tatsächlich jede Menge Sinn ergeben. Oder man schaut sich... Ja, ich finde auch Let's Go Evoli und Pikachu wunderschön an. Wunderschön aus, wollte ich gerade sagen. Das ist das Wort, was ich suchen würde. Ariados würde ich fangen. Oh, warum würdest du Ariados fangen? Ich wünsche einen schönen Abend, Steirer. Bye, bye. Die sehen auch so gut aus, finde ich auch. Ich weiß, dass einige die Grafik gar nicht mal so gerne mögen, aber ich finde die Grafik wundervoll. Ah, es wäre so schön. Es wäre so schön, ne? Aber hey, man kann ja nicht alles haben. Alter, wie das Reptame wirklich wie so ein Gecko zurückgehüpft ist. Hätte Ariados irgendwas Sinnvolles gekonnt? Ich wüsste jetzt nicht, was. Aber der wäre ja wahrscheinlich... Ja, aber wenn der kein Gift-Tip hat, der hat ja auch keinen Käfer-Move im Endeffekt. Nee, ich glaube, der ist auch schon eher ranzig, wenn ich ehrlich bin. Der ist auch schon eher ranzig. Ach ja, jetzt bin ich wieder traurig über unsere Pokémon-Spiele. Sie könnten so viel besser aussehen, weil wir einfach schon Spiele hatten, die besser aussahen. Aber hey, na, was will man machen? Habe gestern einen Tweet gesehen, wo jemand geschrieben hat, ihr könnt sagen, was ihr wollt, aber Scarlet und Violet sehen in Xenos und dabei waren Screenshots schon von der Legi-Cutscene-Bildmaterial. Ich denke mir halt auch immer bei diesen Legi-Cutscenes, denke ich mir auch so, wow, stell dich mal vor, Pokémon würde so aussehen. Das wäre auch grandios. Also im Let's Go im Vergleich zu anderen sehen die echt gut aus. Ja, aber am Ende des Tages stecken wir leider nicht drin. Das ist richtig. Ich meine, ich weiß ja auch nicht genau, wie krass schwierig das alles ist und so, aber ich bin ehrlich, das, was man halt von so Grafikanalysisten, nenne ich es jetzt mal, und so allgemein so Leuten, die sowas ganz gut analysieren können, erfährt, ist jetzt nicht unbedingt positiv für das Spiel quasi. Also was die so sagen, wie die das so einschätzen und sowas. Ich bin ja mal überlegen, ob wir einen... Warum hat Granbull so einen großen Kopf? Warte mal, warum hat Granbull so einen großen Kopf? Ich überlege gerade, ob wir maybe Granbull fangen. Aber ich wüsste jetzt auch momentan niemanden, wen wir aus dem Team rauswerfen sollten für einen Granbull. Da hätte ich jetzt gar keine Ahnung. Bedroher ist halt eine echt coole Sache.
Also wir haben mal ein Flammenrad hier raus und einen Surfer da. Warum ist Mollard... Hat Mollard eine Flinkklaue? Mir ist die Grafik bei Pokémon eigentlich relativ egal. Hauptsache die Story ist nice. Boah, bei mir ist es genau andersrum. Mir ist die Story komplett egal im Pokémon, muss ich sagen. Aber die Grafik finde ich dafür wichtiger. Also ich finde, ich habe lieber ein schönes Spiel als eine gute Story, weil das Ding ist, ich weiß ja, wie Pokémon Story, also was Story für Pokémon ist. Deshalb gehe ich einfach nicht mal davon aus, dass wir in irgendeiner Form Story da bekommen, die einigermaßen, dass wir überhaupt Story bekommen, die okay wäre. Davon gehe ich schon nicht aus. Ja, ich finde auch Grafik beeinflusst das Feeling schon sehr, 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 sehr stark. Also von dem her. Von dem her würde es mich jetzt nicht wundern. Der ist jetzt gestorben. Das ist sehr nervig, muss ich sagen. Eigentlich wollte ich nicht, dass der stirbt. Aber hey. Kann ich verstehen, aber wenn man... Ja, Kirby sieht auch so cool aus. Nein, stopp. Wir setzen hier keine Gesichter ein. Ja, komm, wisst ihr was, wir hauen Granbull weg. Ich sehe nicht, wo wir Granbull groß benutzen werden. Ich sehe es einfach nicht. Also momentan finde ich alles in unserem Team halt besser und stärker. Und wenn das Spiel halt wirklich schwierig ist, sollten wir schon stärkere Pokémon benutzen. Ja, also ich werde mir auch die Pokémon-Spiele immer holen. Bei mir liegt es halt vor allem auch daran, dass ich damit arbeite. Was ein großer Einflussfaktor ist. Aber ich auch so... Beim Durchspielen habe ich halt trotzdem eigentlich immer meinen Spaß. Das ist halt auch so die Sache. Natürlich bist du geflincht. Warum solltest du auch nicht geflincht worden sein? Deshalb ist es für mich gar nicht mal so schlimm. Boah, wir müssen danach, glaube ich, schon wieder heilen gehen, ne? Ach du Kacke. Jetzt nochmal. Ja, wir müssen nochmal in Pokémon Center gehen. Das müssen wir definitiv. Weil sonst schwierig. So, bitte hitte deinen Kreuzhieb. Das sieht. Nee, doch kein Mist. Also, es könnte aber auf jeden Fall am Ende des Tages mehr sein, ja. Ich glaube, da brauchen wir gar nicht drüber reden, dass gerade für so ein riesengroßes Unternehmen das wertvoll ist. Aber am Ende des Tages verstehe ich leider halt auch, warum sie es so machen, wie sie es machen. Weil warum mehr Aufwand in was reinsetzen, wenn trotzdem die Verkaufszahlen im Endeffekt eh gleich sein werden. So, man muss ja im Endeffekt nur ein bisschen, in Anführungsstrichen, Progress sehen. Dass man halt einfach nur merkt, okay, es ist eine neue Gen, das sollte man halt merken. Und alles andere ist, glaube ich, denen zum Großteil egal und die denken sich so, ja, passt ja alles jetzt, ne? Ist ja alles gut. Wollen wir jetzt nicht irgendwie mich krass noch mehr damit befassen. Und so ist, glaube ich, auch deren Gedankengang zum Großteil. Da wäre, glaube ich, Überwurf sinnvoller gewesen, merke ich gerade als Kreuzhieb, aber naja. Ist jetzt nicht weiter schlimm. Dass sie sich nicht schämen, wenn sie ihre eigenen Spiele sehen, ist ein Wunder. Das fühle ich ein bisschen. Sie haben halt auch schon alles, plus sie haben absolut keine Konkurrenz. Das ist es eben. Ich glaube, hätten sie irgendwie eine krassere Konkurrenz oder sowas, die irgendwie so ähnlich wäre und man sagt, yo, ich entscheide mich quasi immer so ein bisschen, nehme ich das oder das. Dann wäre es vielleicht nochmal ein bisschen was anderes. Aber so, die haben ja, es gibt ja quasi auch keinen Anreiz, warum soll ich denn irgendwas anders machen oder krasser machen. So, genau, also so doof es klingt, sie sehen den Gehaltscheck und denken sich, ja, haben wir wieder gut abgesahnt. Hätte man noch ein bisschen besser absahnen können, aber mehr Aufwand, nee, sehe ich jetzt nicht ein, da reinzustecken. Und das kann ich auch verstehen, weil ich bin immer ein Befürworter von Energieeffizienz. Also, dass man nichts Unnötiges macht, im Endeffekt. Und am Ende des Tages, wenn sich die Leute halt das Spiel trotzdem wie, also verkaufen, wie schieß mich ab was... Du kannst ja nicht mal Pokémon-Spiele mit irgendwas vergleichen, was viel gekauft wird, weil Pokémon-Spiele einfach das sind, was gefühlt auf der Welt am meisten gekauft werden. Ja, BDSP habe ich im Lunzbar-Podcast auch gehört, sind die bestverkauftesten Remakes und sind im Endeffekt mit die schlechtesten Remakes. Bin mal eben mit dem Hund draußen, wünsche ich viel Spaß, aber wir werden tatsächlich sowieso an dem Punkt tatsächlich jetzt den Stream beenden, weil Essen muss gemacht werden und das braucht ein bisschen im Ofen auch alles, dies, das. Und wir sind jetzt schon recht lange am Streamen. Deshalb würde ich sagen, ich bedanke mich bei allen, die dabei waren. Es hat wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Beim nächsten Mal werden wir dann weitermachen. Ich weiß halt nicht, wie weit wir im Spiel sind. Ich schätze, wir haben eigentlich jetzt schon ein gutes Stück geschafft. Und ich würde einfach sagen, wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Wir hören uns hoffentlich morgen Abend wieder, ansonsten am Montag hoffentlich. Bis dann und ciao. Bye, bye!